Hallo meine Lieben, ich möchte heute mit euch über dieses Buch sprechen. Ich halte es. Oh! Mein Lesezeichen! Mein Lesezeichen! Ich möchte heute mit euch über dieses Buch sprechen und zwar über den vierten Teil der After-Reihe After Forever von Anna Todd, erschienen im Hein Verlag. Ich habe mir dieses Buch extra nicht als Rezensionsexemplar angefragt, weil ich mich schon beim dritten Band schwer getan habe, eine ordentliche Rezension abzudrehen, und ich finde, das ist bei diesen mehrteiligen Reihen eben auch einfach ein bisschen schwierig, irgendwas Interessantes zu erzählen, ohne zu spoilern. Also, seid ihr in diesem Video verkehrt, wenn ihr Band 4 noch nicht gelesen habt, Band 3 noch nicht gelesen habt und einfach nur grob erfahren wollt, worum es geht. Ich habe tendenziell eher, viel, viel eher das Bedürfnis, mich einfach mal über diesen Band auszulassen, weil es der letzte Band war und ich komischerweise auch so ein bisschen was anderes erwartet habe. Dieser Band mich aber nicht enttäuscht hat, also nicht, dass ihr das denkt, dass das jetzt gleich folgen wird, aber ich werde jetzt einfach von vorne bis hinten spoilern und meine Meinung dazu sagen. Also schaltet ihr am besten jetzt aus, wenn ihr Band 4 noch nicht gelesen habt. Ihr seid genau richtig, wenn ihr Band 4 schon gelesen habt, also diese Reihe für euch schon abgeschlossen habt und einfach meine Meinung dazu hören wollt und mir auch gerne in die Kommentare dazu schreiben möchtet. Ob ihr das genauso seht oder ob ihr das völlig anders seht, ich würde mich unheimlich freuen. Also ich weiß, dass viele von meinen YouTube-Kollegen diese Reihe auch schon beendet haben, den vierten Band also schon gelesen haben. Und ich habe mir bis jetzt ja noch keine Rezi angeschaut, weil ich das nicht mache, bevor ich nicht meine eigene Rezi gedreht habe. Und wie gesagt, es ist keine richtige Rezi. Ich muss mal meine Stoppuhr hier gerade einstellen. Wie viele Minuten habe ich jetzt schon gequatscht? 3? So, Zeit läuft. 10 Minuten habe ich noch. Ja, After Forever. After Forever startet damit, beziehungsweise endet After Love. Ich habe die hier nochmal für euch hingestellt, ich weiß gar nicht, ob ihr sie sehen könnt. After Love damit, dass Christian Vance ja raushaut, dass er nun der Vater ist von Hardin, und damit startet ja im Endeffekt auch Band 4, dass die beiden in einer Kneipe, glaube ich, kurz vor der Hochzeit von, wie heißt die Mama von Hardin, von Hardins Mama, von Trish und Mike stehen. Die beiden heiraten jetzt ja nun doch. Und ja, es beginnt damit, dass die beiden sich damit kurz auseinandersetzen, beziehungsweise Christian Hardin so ein bisschen erzählt, wie es gewesen ist damals. Und ja, Hardin, wie es immer so ist, davonläuft, in die nächste Kneipe rennt und sich volllaufen lässt. Das ist so typisch Hardin, das hat mich überhaupt nicht gestört, und das greift einfach nur sein Verhalten aus den vorherigen Büchern auf. Tessa rennt hinterher, nimmt ihn sozusagen mit, lernt dabei eine alte Stoßdame des Hardin kennen und ja, nimmt ihn dann aber trotzdem mit. Und ich weiß gar nicht, ob ich das durcheinander bringe, denn ich habe das Buch schon vor ein paar Tagen beendet. Ist es ja nun mal so, dass Hardin damit nicht umgehen kann und Tessa dann alleine nach Amerika zurückschicken will und sie ihn dann aber von irgendeiner Party seiner ehemaligen Freunde aus London mitnehmen will. Aber da steht er dann nun mal schon ohne Hemd am Tresen, und eine andere ehemalige Stoßdame von ihm hat ihre nackten Beine um seine Taillen und hat sein T-Shirt an. Also da an Tessas Stelle wäre ich auch schon sowas von ausgeflippt und hätte hart in die Fresse poliert, wenn ich das mal so sagen darf, weil, ja, weiß auch nicht, dass er immer so extrem reagieren muss. Ich meine, hat sich noch nicht geändert zu dem, wie es vorher in allen anderen Bänden war, aber das ist so typisch Hardin, und eigentlich denkt man immer, Mensch, ne? Das ist ja nun auch nicht, ich sehe irgendwo irgendwas in meinem Gesicht, sorry. Ja, also das ist schon mal etwas gewesen, da konnte ich mich so ein bisschen tierisch drüber aufregen. Und ja, aber wie es so ist, Hardin schafft es, Tessa völlig zu vergrauen, sie packt ihre Sachen und will mit ihm nichts mehr zu tun haben und reisen dann alleine zurück nach Amerika. Und wie es so ist, sie hat sich eigentlich schon geistig von ihm verabschiedet, fährt aber nochmal in die Wohnung, und jetzt spoilere ich volle Pulle, findet dann in der ehemaligen Wohnung von sich und Hardin ihren toten Vater. Das fand ich jetzt schon mal seltsam. Seltsam gewählt von Anna Todd, muss ich sagen, dass sie da jetzt so einen Klopper reinhaut, von dem ich finde,
ja, nicht, dass er da nicht reingepasst hat, aber den ich irgendwie sehr schade gefunden habe, denn Tessas Papa war ja nun auch auf dem Weg der Besserung und wollte mehr Kontakt zu seiner Tochter, hat den Kontakt gesucht und hat versucht, aus seiner Drogen- und Alkoholsucht rauszukommen, und dann fährt er doch irgendwie, bricht er aus dieser Klinik aus, in der er war, keiner weiß davon, und setzt sich dann den goldenen Schuss. Und irgendwie ist das etwas, was ich total traurig gefunden habe und was irgendwie überhaupt gar nicht so zum ersten Teil passt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie sehr Band 1 noch locker leicht war und Band 4 jetzt irgendwie so tragisch geendet hat. Und dann fällt erstmal Tessa in ein tiefes Depri-Loch, was ja total klar ist, denn seinen Vater tot vorzufinden und im Arm zu halten, das ist sehr, sehr scheiße. Also das kann sich keiner vorstellen und wäre auch froh, wenn ich mir das niemals vorstellen müsste. Ja, sie fällt dann in ein absolutes Depri-Loch, und wie es dann so ist, Hardin erfährt, dass es Tessa ganz, ganz schlecht geht, und er reist zurück. Und sie will erst überhaupt gar nichts von ihm wissen. Sie kriegt auch kaum was mit in ihrer Trauerwolke. Und ja, überdenkt dann eben einfach ihre Beziehung mit Hardin, so wie sie es wahrscheinlich auch schon in Band 1 hätte tun sollen. Dann hätte es Band 2 und 3 nicht gegeben, was ich sehr schade gefunden hätte. Also von daher bin ich froh, dass sie es tatsächlich erst in Band 4 überdenkt. Aber eben einfach, dass sie schnallt, dass dieses Hin und Her überhaupt nicht gut ist. Und dass, wenn sie es so weitermacht, sie ja niemals aus diesem Teufelskreis rauskommt. Und das war auf jeden Fall richtig, dass es endlich dazu kam. Irgendwie war es total traurig, dass sie Hardin dann hat immer so abweisen müssen, und sie ist tatsächlich auch konsequent gewesen und hat es immer wieder getan. Ich fand das für Hardin irgendwie sehr traurig. Trotzdem hatte er ja immer wieder im Hinterkopf, diese Situation hat es schon 10-mal gegeben, und irgendwie habe ich es auch schon 10-mal geschafft, die Frau wieder zu überreden. Aber diesmal bleibt Tessa sowas von standhaft und packt dann auch ihre Sachen in Seattle und gesteht Hardin erst wieder im letzten Augenblick, wie es so ist, dass sie sich entschieden hat, mit Landon nach New York zu gehen, um dort neu anzufangen, um dort in der Uni weiterzumachen, und wie es so ist, hin und her, Stress zwischen den beiden, aber er kriegt sich etwas schneller wieder ein, weil er ja auch schnallt, dass nur so er sie besser halten kann und so ein Krams. Und dann kommt so eine Mega-Entwicklung, die die beiden durchmachen, aber irgendwie getrennt voneinander. Und das fand ich, also ich habe dem Buch 5 Sterne gegeben, weil ich diese Reihe einfach geliebt habe und weil ich Hardin einfach so liebe da drin und weil ich Tessa einfach mag und die beiden aber irgendwie so eine Entwicklung getrennt voneinander durchgemacht haben, was ja völlig richtig ist, weil zusammen hätten sie diese Entwicklung niemals durchmachen können. Aber ich frage mich, ob das tatsächlich möglich gewesen wäre, dass so ein Hardin, wie er in Band 1, 2 und 3 beschrieben ist, es tatsächlich dann schafft, Tessa gehen zu lassen in eine andere Stadt und sie sich weiterentwickeln lässt und sich selber dann auch so weit weiterentwickeln kann, dass er sie nicht versucht hat festzuhalten. Und wie er es die ganzen Male davor getan hat. Das wundert mich, dass diese Entwicklung dann plötzlich kam. Und das ging irgendwie so, das hat mir so im Herzen wehgetan, dass die beiden voneinander getrennt waren. Und ich weiß gar nicht, wie euch das geht. Nicht, dass mir das nicht gefallen hat, aber es war einfach was völlig anderes als in Band 1, 2 und 3. Und was mir aber weniger gut gefallen hat, und ich habe dem Buch trotzdem 5 Sterne gegeben, weil mein Herz und mein Kopf geschrien haben, Diana, du musst dem Buch nochmal 5 Sterne geben, und ich wollte dem Buch auch 5 Sterne geben, deswegen hat das Buch auch 5 Sterne gekriegt, Hardin hat 5 Sterne gekriegt, so. wie es am Ende gelaufen ist, denn ganz am Ende, wie gesagt, ich spoilere euch ja volle Bulle, ihr merkt das ja hoffentlich, bitte schaut dieses Video nicht weiter, wenn ihr es noch nicht gelesen habt und wenn ihr so doof wart und bis jetzt weitergeschaut habt, obwohl ihr es noch nicht gelesen habt, fand ich es, wie es am Ende gewesen ist, nicht gut. Also dieses, dass die Jahre nachher so dahin fliegen, also da, ich weiß nicht, die letzten 50 Seiten, das war ja nur noch so ein Dahinfliegen der Jahre, und dann sehen sie sich kurz 3 Tage und dann sind sie wieder jahrelang getrennt und dann sehen sie sich auf der Hochzeit und dann, wir wollen sie heiraten, aber heiraten dann doch nicht, und dann ist wieder ein halbes Jahr vergangen und dann sind 3 Jahre vergangen und dann ist da plötzlich ein Kind und dann sind da plötzlich 2 Kinder und Also ich finde,
man hätte gar nicht so weit in die Zukunft schauen müssen. Für mich wäre das überhaupt nicht nötig gewesen, so weit in die Zukunft zu schauen. Mir hätte das gereicht, wenn am Ende vielleicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre und sie sich einfach nochmal eine Chance geben und wir so mitkriegen, dass vielleicht der Anfang dieser Chance einigermaßen funktioniert. Das hätte mir völlig gereicht. Also dieses so weit in die Zukunft vorgreifen und eine Entwicklung, die da geschehen ist, die ich mir hätte niemals vorstellen können. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss jetzt gleich Schluss machen mit diesem Lava-Video, aber ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr das gefunden habt, ob euch das Ende gefallen habt, ob ihr auch so weit vorgegriffen hättet wie Anna Todd, ob euch das gefallen hat mit diesem, dass da plötzlich so viele Jahre dazwischen liegen, ob euch überhaupt diese Entwicklung in dem Buch gefallen hat. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Band 4 oder das Ende gefunden habt, ob ihr auch findet, dass sich das so sehr unterscheidet von Band 1 bis 3 und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Buch kriegt trotzdem einen Kuss von mir. Harding kriegt einen Kuss von mir. Anna Todd kriegt einen Kuss von mir, weil es soll ja einen fünften Band geben, der da heißt Before. Also die Geschichte, ich hoffe nicht vor Tessa, sondern die Geschichte, wie Harding sich auf die Wette einlässt. Also das finde ich sehr, sehr interessant zu erfahren aus seiner Sicht. Denn wir wissen ja, dass er sich darauf eingelassen hat, aber wir wissen irgendwie nicht aus seiner Sicht, wie es dazu gekommen ist, dadurch, dass After Passion ja nicht aus Hardings Sicht erzählt worden ist. Das würde mich sehr interessieren. Ich werde Anna Todd sehr gerne wieder mein Geld geben, auch wenn es eine Wiederholung des ersten Bands ist. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dieses Nicht-Rezi-Video, sondern einfach nur meine Meinung-Video hat euch gefallen. Meldet euch zurück in den Kommentaren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.